Moin und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir, wie man deutsche Serien in FFM installieren kann. Dafür sind wir hier auch schon auf der richtigen Seite, und zwar GTA 5 Mods, und zwar habe ich mir jetzt die deutschen Serienpacks ausgesucht. Die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und zwar starten wir sofort. Wir brauchen als allererstes, um die Serien zu installieren, OpenIV. Bevor wir diese dann installieren, brauchen wir einen Mods-Ordner. Den erstellen wir, indem wir einfach in euer GTA-Standardverzeichnis gehen, dann einfach Rechtsklick, Neu und dann Ordner. Den nennt ihr Mods. Genau so, wie es hier steht, kleingeschrieben, einfach nur Mods. In dem Mods-Ordner müssen dann die beiden Ordner. Die beiden Ordner sind die Kopien von den beiden, von Update und von x64. Die müssen wir dann einmal hier rein kopieren, nicht verschieben. Und dann können wir auch schon OpenIV öffnen. Also, wenn wir das getan haben, haben wir hier unseren Mods-Ordner. Den öffnen wir, klicken dann auf x64, Audio, SFX und dann auf resident.rpf. Hier finden wir dann ein paar Dateien, ein paar WAWC-Dateien. Ich würde euch empfehlen, ein Backup von dem Original-Ding zu machen, weil nachher gefallen euch die Serien doch nicht oder ihr wollt amerikanische Serien haben. Weil dann könnt ihr das Backup einfach wieder einspielen. Und zwar gehen wir hier einfach auf Extract. Also Rechtsklick Extract. Und dann wählen wir hier einfach irgendeinen Ordner aus. Ich nehme jetzt hier den Desktop. Und schon haben wir hier gleich unsere Vehicles-AWC. Dann fangen wir das jetzt mal an zu ersetzen. Wir laden uns die Datei hier runter. Dann bekommen wir hier eine ZIP-File. Hier haben wir dann zwei Dateien. Eine README und eine Vehicles.AWC. Dann machen wir erstmal hier in unserem OpenIV den Edit Mode an, der ist hier oben rechts. Und dann ziehen wir die einfach hier rein. So, dann klicken wir hier einmal drauf und dann scrollen wir einmal runter zu S. Das heißt, hier ist es schon Siren Quick. Wenn wir hier Doppelklick drauf machen, hören wir schon, es hat übernommen. Das ist jetzt bei überall so. Und schon wurden die Serien replaced. Wir können da die ZIP wieder schließen. Und wir können jetzt einfach 5MG ganz normal starten. Und dann einfach ganz normal spielen. Wir haben dann die neuen Serien installiert. Das war's von diesem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr Fragen habt, unten in der Videobeschreibung ist ein Discord-Link. Da könnt ihr mich gerne kontaktieren. Bitte dazu ein Ticket öffnen. Oder eben in den Kommentaren einen Kommentar hinterlassen. Und dann bis zum nächsten Mal.